Moin moin und willkommen zurück zu Factorio. So, jetzt versuche ich mal ein bisschen konzentrierter bei der Sache zu sein. Und zwar haben wir das Problem, dass hier hin und wieder grüne Tränke auftauchen. Hier schon wieder. Ich weiß nicht. Wir nehmen den hier mal raus und dann sagen wir, wir müssen erstmal herausfinden, was ist hier los, dass hier grüne Tränke ankommen. Da ist schon wieder einer. Okay, die kommen von hier. Ah, das scheint wohl manchmal so zu sein, dass der Greifer die nicht kriegt. Gut, dann sorgen wir halt einfach hier dafür, dass wir das Problem nicht mehr haben, indem wir einfach zwei Greifer hinstellen, die dasselbe Förderband befeuern. Oder vielleicht sogar vier. Wir gehen einfach mal auf Nummer sicher. Das sieht zu unseren kleinen außerirdischen oder besser gesagt einheimischen Freunden nicht so gefallen. Aber das ist uns jetzt in diesem Fall egal. Jetzt brauchen wir natürlich einen Trank, um... So, wir brauchen einen Trank, um... Das geht alles durch. So. Den nehmen wir mal weg. Ersetzen den. Dann haben wir auch automatisch Tränke. So. Und dann hatten wir es ja angekommen. Das nehmen wir weg und ersetzen den. Und das müssen wir jetzt Stück für Stück immer und immer wieder machen. Oh Gott, hier komme ich gar nicht mehr durch. Wir brauchen irgendwie Hängebrücken, die über alles drüber gehen. Okay. So. Dann müssen wir den Jungs hier sagen, ihr nehmt grüne Tränke. Grüne Tränke. So. 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 Okay. Dann haben wir das hier jetzt alles eingestellt und ich habe mal kurz nebenbei mal überlegt, wie wir das hier am besten machen. Ob wir hier was zwischendurch nochmal oben bauen, wegnehmen, anders umpacken, Kisten umsetzen. Also das scheint ja schon mal hier ganz gut zu funktionieren. Das mit dem Eisenerz stört mich hier, mit dem Kupfererz. Hier müssen wir auf jeden Fall Kohle reinpacken. Das stört mich hier auch. Es muss auf Dauer, muss das alles anders. Da müssen auf jeden Fall überall Öfen rein, die wir nicht mit Kohle befeuern müssen. Dann können wir den kompletten Kohlekreislauf, der dreht hier auch total durch. Und das ist auch voll ist mit Kohle, Alter. Mann. Der nimmt die von hier und packt die hier drauf. Soll er jetzt mal erstmal nicht mehr. So. Dann geht das alles hier durch. Wieso ist jetzt hier auf einmal... Hat der einfach angefangen... Der nimmt doch keinen Kupfer daraus. Ah, hier, Kupfer. Scheiße, warte. Das ist ja eine Katastrophe. Der muss weg. So. So, stopp. So, das wird da alles rüber. Das packt der rüber, der hier. Hier ist alles voll. Deswegen ist die ganze Zeit Kupfer hier rüber gelaufen. Oh Gott, guckt euch das an, ey. Das ist überhaupt nicht geil. Das müssen wir mal eben einmal lösen, das Problem. So, ich habe Kupfer im Inventar, sehr gut. Du pflückst dir da Kupfer raus und packst das in die Kiste. So, einfach nur zum Abpflücken. Und dann nehmen wir das hier mal alles weg, so. 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 Oh nein. Das läuft viel zu schnell nach, als dass der Reifarm das schaffen kann. Okay. Okay. Oh, hier. Was ist hier denn los? Da war ein kleiner Angriff.
Könnte das sein, dass der Feind versucht, unsere Stellung auszukundschaften? Das wäre sehr fatal. Okay, warte, hier geht wieder ein Trank durch. Bin jetzt mal gespannt. Also, dort dürfte jetzt eigentlich ja nichts mehr schief gehen. Selbst wenn der eine Greifer das nicht schafft, das rechtzeitig wegzunehmen. Ach so. Ich vermute mal, dass, wo wir da die zusätzliche Menge an grünen Tränken draufgepackt haben, dass der uns deswegen die durchgelassen hat, nicht abgreifen konnte, weil er kann ja logischerweise nicht zwei auf einmal greifen. Okay. Dann müssen wir hier auch wieder ein klein wenig umbauen. So. Wir machen uns noch zwei Kanonen mehr. Und dann sagen wir, ups, der muss auch weg. Lauft mal durch bis hier. Und dann brauchen wir zwei Greifer und einen neuen Strommast. Den setzen wir hier vorne zwischen. Und mit dem bisschen Mauer. Nein, das war so nicht geplant. So, mit dem bisschen Mauer setzen wir das hier hin. Alles klar. Sehr, sehr schön. So. So. Okay. Da vorne brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Kanonen. Wenn der Feind jetzt meint, dass er hier uns ein bisschen ärgern kann, dann müssen wir zurück ärgern. So. So. Und so. So. Okay. Gut. Dann dürfte der hier unten mal locker gegen die Stellung anrennen können. Hier haben die auch schon wieder was kaputt gemacht. Wir brauchen wirklich so eine Automatisierungsroboter, die das dann automatisch für uns reparieren. So. Eigentlich kann ich die hier wieder wegnehmen, aber wir lassen die mal hier. Hier kommt nichts mehr durch. Wir brauchen mehr Tränke. Ist der hier voll? Warte mal, wir disponieren den um. Wir sagen, du stellst dich hier hin. So, dann packt er auch grüne drauf, aber das ist doof. Oh nein. Das ist doof. Ganz, ganz anders. Wir machen es ganz, ganz anders. Ich setze hier einen Strommast hin. Die Kiste. Wofür ist diese Kiste? Der holt sich Sachen von dort. Ach so, okay. Dafür ist sie da. Dann sagen wir einfach. Oh nein, das klappt nicht so, wie ich das vorhabe. Warte, Mann. So. Wo ist der Einlass für die Tränke? Dort gehen die rüber. Werden dort rüber gepackt, dann kommen die hier an, kommen hier. Direkt aus der Produktionslinie. Okay. Der soll die mal mit draufschippen, dann geht's da hinten gleich ein bisschen schneller. Oh, Solarenergie braucht echt lange. Aber das wird schon, Leute. Das wird schon. Hier staut sich wieder. Okay, weil hier wieder die Tränke drin sind.
So. Staut sich wieder alles. So, okay. Jetzt dürfte das hier weitergehen. Dann stehen hier auch die Schmelzöfen nicht mehr still. So, es geht weiter. Seht ihr das? Das Feuer brennt. So. Okay. Jetzt sieht's gut aus. Jetzt sieht's wieder gut aus. Dann haben wir hier ein Förderband. Da kommen die Stahlträger drauf. Die Stahlträger kommen alle nach hier. Dann müssen wir mal gucken, wofür wir als nächstes die Stahlträger gebrauchen. Dann können wir die hier rausholen und dort einsetzen. Ja. Okay. Eine Lampe könnte man hier auf jeden Fall auch nochmal brauchen. Falls man mal im Dunkeln nach Material suchen muss. So. So. Okay. Hier läuft jetzt die... Nee. 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 Leute, ich glaub's nicht. Ich fass es gerade nicht. Wir müssen unsere kleine Factorio hier wohl ein bisschen auch noch gegen andere Richtungen verteidigen. Oh nein. Das sind keine guten Nachrichten. Okay, dann muss das Förderband hier runter, da wieder raus und hier rüber und okay, okay, okay. Das wird ein Großprojekt für uns. Ein sehr, sehr großes Großprojekt. Aber ich würde sagen, das gehen wir in der nächsten Folge an. Dann könnt ihr euch ja schon mal auf was freuen. Ich bin auch mal gespannt, wo die herkommen. Also die müssen ja hier unten irgendwo... Keine Ahnung, also... Angezeigt wird mir nichts. Vielleicht werden wir das Radar setzen. Wisst ihr was, das machen wir jetzt in dieser Folge nochmal. Das Interesse lässt mir jetzt einfach keine Ruhe. Wir setzen das Radar hier unten hin. Möglichst nah ran. Hier. Und mit einer eigenen Stromversorgung. So. Okay. Taucht er jetzt hier unten? Er scannt. Er scannt den Sektor. Okay. Dann lassen wir ihn mal ganz kurz scannen. Und was er scannt, erfahren wir in der nächsten Folge. Also dann, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.